Und ich verrate schon, ich bin's nochmal im Winter und wir haben tatsächlich Schnee. Kurzes Video und ich schließe jetzt mal die Garage auf. Und vielleicht habt ihr euch ja schon mal gefragt, warum ich immer die Garage ausschließe. Ich brauche die Garage gar nicht, weil ich einen Schneeschieber brauche. Und die Schneeschieber, die hängen da. Aber irgendwie muss ich immer erstmal die Garage aufschließen. Ja, wir haben Schnee, aber es taut ziemlich stark. Es soll die nächsten Tage auch wieder warm werden. Relativ viel geschneit. Ich weiß, im Süden hat es megamäßig geschneit, im Norden hat es mehr geschneit. Hier so ein bisschen in der Mitte von Deutschland hat es auch geschneit. Und es ist durchaus sinnvoll, wenn es warm wird, doch dafür zu sorgen, dass der Schnee schnell vom Rasen runterkommt. Das probieren wir jetzt mal aus, wie das geht mit einer Schneeschaufel. Meine Frau hat schon mal da, hier, guck ich mal gucken. Meine Frau hat da schon mal schnell hier beim Einfahrtschieben schon mal hier das kleine Stück da freigeschoben. Und das sah richtig gut aus. Und es regnet auch ganz leicht. Egal. Und man sieht eben tatsächlich, dass hier das ein oder andere Gras schon so ein bisschen gelblich geworden ist unterm Schnee. Und man sieht auch, dass unterm Schnee wunderhübsch, wunderhübsch die Boa blüht. Ja, da fällt euch nichts zu ein. Ne? Und was ich aber auch hier habe, hatte ich ja schon mal gesagt im letzten Video, hier ist sehr viel Staunässe und hier sieht man auch sehr schön, wie das Moos auch unter dem Schnee, auch hier in den Randbereichen, hier unheimlich am Blühen ist, beziehungsweise am Wachsen und Gedeihen. Gut, holen wir einen Schneeschieber und schieben alles aufs Feld. Yeah! Ich habe natürlich ein bisschen Bedenken, dass der Schneeschieber so ein bisschen aggressiv ist. Ich mache erstmal nur die tiefgeschnittene Fläche, die wichtige Fläche, die empfindliche Fläche. Oha! 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 Das ist zu viel! Das geht nicht. Oh, nee. Oh, ist der backig. Ist der backig. Da könnte man auch toll jetzt einen Schneemann draus bauen. Tja, wenn wir die Kinder jetzt da hätten. Oh, schwer. Nee, das müssen wir in Etappen machen. So geht's nicht. Wird so schwer, der Schnee. Oh, nee. Oh, super schwer. Richtig vereist schon. Aber das ist bestimmt keine schlechte Idee. Ah, das ist bestimmt keine schlechte Idee. Aber tatsächlich habe ich das Gefühl, dass es im unteren Schnee jetzt noch kalt ist, noch gut gefroren ist. Wenn es gefroren ist unterm Schnee, ist nichts los. Wenn es unterm Schnee warm wird, und dann isoliert ja die Schneedecke die Wärme unterm Schnee, da in der Grasnarbe, dann entsteht auch unterm Schnee der Schneeschimmel. Aber hier sieht es noch ganz gut aus. Dann machen wir es mal von der Hälfte. Gucken. Oh, boing. Machen wir von hier. Vor allem die empfindliche Südkante. Oh. Oh. Ist richtig vereist. Ich hole mir so eine Schneefräse. So eine motorbetriebene Schneefräse. Meine Frau sagte wieder, mach nur die eine Hälfte, um den Vergleich zu sehen. Das ist natürlich keine schlechte Idee, grundsätzlich. Dass der Rasenpflug wieder macht, wir werden sehen. Wenn das jetzt schon wieder einer der Nachbarn sieht, dann zeigen die mir schon wieder einen Vogel.
Der hat sie doch nicht alle. Jetzt schiebt er seinen Schnee von der Rasenfläche. Furchtbar. So ein durchgeknallter Kerl. Ist auch ganz schön kalt. Was soll das? Soll doch tauen. Naja, und so weiter. Also ist tatsächlich, wenn es warm wird unterm Schnee, eine ganz wichtige Sache, um die Pilzinfektion, um den Schneeschimmel zu verhindern. Wenn es gefroren ist unterm Schnee, also es erst kalt war, dann schneit es drauf, braucht man nichts machen. Soweit die Erkenntnis. Gut. Zack. Oh. Also die ganze Fläche abschieben, ich weiß nicht, also das ist schon, da brauche ich noch eine motorbetriebene Schneefräse. Wollte ich immer schon haben. Nein, nein, nicht noch ein Gerät. Und dann gibt es überhaupt keinen Schnee. Und jetzt sind die wahrscheinlich ganz teuer, weil nur plötzlich Schnee liegt und jeder will so eine motorbetriebene Schneefräse haben. Und dann sagen die Händler, hahaha, da kommen sie alle, die das nie gebraucht haben und zahlen jetzt jeden Preis. Da geht das nicht mit, was ist letzter Preis? Nein, ist vorbei. Vorbei mit attraktiven Preisen. Elegant, ne? Wie ich immer so, ganz elegant. So. Zack, ganz elegant. Was ist letzter Preis? Na, es ist vorbei bei Schneefräsen. Zahlst du mehr, kriegst du eine. Tja, aber das Schöne ist, ich habe hier ein Video für euch. Wunderbar. Muss immer mehr. Ein Video in Ehren darf niemand verwehren. So. Da bin ich mal gespannt. Schön. Na gut, lieber Ranschwix. Was soll ich noch sagen? Winter. Schnee. Schneefräse. Staufel. Abschieben. Rasen schön. Oder auch nicht. Tschüss. So, lieber Ranschwix. Kaum zwei Tage später. Na? Schneit wieder. Unglaublich. Mist.